Frankfurt zu Gast in Köln. Ein Spiel, das schon vor Anpfiff Geschichte schreibt. Über 35.000 Zuschauer und Zuschauerinnen sorgen für eine neue Rekordkulisse in der Frauenfußball-Bundesliga und für richtig Gänsehautstimmung im Rhein-Energie-Stadion. Und nicht nur auf den Tribünen ist gleich ordentlich was geboten, auch sportlich geht's direkt gut los zwischen dem Tabellenvierten Eintracht Frankfurt und dem Neunten aus Köln. Die Rollenverteilung also klar und die Frankfurterinnen in Schwarz nehmen ihre Favoritenrolle auch gleich an, holen sich nach nicht mal 2 Minuten die erste Ecke. Und die wird kurz ausgeführt, Henshaw, und der erste Abschluss, der allerdings keine Gefahr für Klett im Kasten des FC. Aber auch die Kölnerinnen legen gut los. Keine 2 Minuten später kommen sie mit Zawistowska für Islacker. Die geht gut hinterher, wird aber noch geblockt von Dorsun. Klärt damit zur Ecke. Die wird dann allerdings nicht gefährlich. Trotzdem munterer Auftakt. Beide Teams wirken richtig angestachelt vom Publikum. Man merkt dem FC den Willen hier richtig an. 8. Minute, nächster Standard. Diesmal Freistoß und den übernimmt Moraes. Setzt den ganz knapp neben den Kasten. Da haben schon einige im Stadion den Ball im Tor gesehen, hatten den Torschrei auf den Lippen. Netz zappelt aber nur von außen. Die 13. Spielminute, Freistoß auf der anderen Seite. Den übernimmt Dunst und die findet Freigang. Außennetz auch auf der anderen Seite, aber Klett schon mal vorgewarnt. Denn die SGE übernimmt jetzt das Kommando, nachdem man die ersten Minuten durchaus beeindruckt war von der Kulisse. Das ist Barbara Dunst, wird nicht richtig angegriffen. Barbara Dunst! Mit der ersten wirklichen Chance des Spiels gehen die Frankfurterinnen in Führung. 1:0, 15. Spielminute. Da hat Dunst einfach zu viel Platz und Zeit und lässt Klett aus 23 Metern keine Chance. Der Treffer ein bisschen aus dem berühmten Nichts und ein Großteil der über 35.000 im Stadion plötzlich ein ganzes Stück leiser. Aber nur kurz, denn Köln sucht die schnelle Antwort. 20. Minute, Ecke, Puntigam übernimmt und findet Islacker Johannes. Und am Ende kriegt die SGE die Nummer geklärt. Riesenchance für die Kölnerinnen. Islacker da aus kurzer Distanz. Super Reaktion von Torhüterin Johannes. Der FC bleibt aber dran. 27. Minute. Das ist wieder Islacker. Keiner bei ihr. Islacker in die Mitte zu Cerci. Setzt den Ball zu hoch an. Trotzdem Köln offensiv gut drin. Es fehlt nur die Belohnung. Die Frankfurterinnen aber auch immer wieder gefährlich wie hier, weil Henshaw sich den Ball schnappt. Henshaw. Sofort der Abschluss in der 32. Spielminute, allerdings direkt in die Arme von Klett. In der Folge von Köln nicht mehr allzu viel zu sehen, dafür immer wieder Frankfurt. Das ist Laura Freigang, die kann flanken und bedient Prasnica. Zieht den Kopfball aufs lange Eck, etwas zu hoch angesetzt allerdings. Klett muss nicht eingreifen in der 40. Minute. Mehr passiert nicht im ersten Durchgang. Frankfurt führt mit 1:0. Das tut der Stimmung in Köln aber keinen Abbruch. Rein in die zweite Hälfte. Diesmal erwischen die Kölnerinnen den besseren Start. Noch keine 2 Minuten gespielt. Zawistowska lässt Dorsun stehen und legt flach rein für Islacker. Nüsken kriegt gerade noch ihr Bein dazwischen und klärt zur Ecke, die dann aber wieder nicht gefährlich wird. Der FC bleibt aber dran. Das ist Genesee Puntigam, hat da viel Platz und zieht einfach mal ab. Knapp neben den Winkel gesetzt. Johannes macht sich vorsichtshalber mal ganz lang, muss aber nicht eingreifen. Trotzdem guter Start Köln in Hälfte 2. Frankfurt braucht etwas länger, um reinzukommen, aber sie kommen rein. 56. Minute, Ball in Richtung Prasnik, Klett dazwischen und am Ende kann Sarah Puntigam den Ball klären. Klasse Reaktion von Klett. Verhindert hier das 2:0 für die Frankfurterinnen, weil sie rechtzeitig aus ihrem Kasten kommt. Und nur 1 Minute später ist Manon Klett schon wieder gefragt, weil Freigang hier marschiert. Immer noch Freigang, Klett mit dem Fuß, der Nachschuss von Henshaw. Dann nicht mehr gefährlich. Nächste gute Aktion von Kölns Torhüterin. Plötzlich spielt hier nur noch die SGE nach vorne. 60. Minute, das ist wieder Freigang, setzt sich gut durch. Setzt den Ball, aber neben den Kasten. Diesmal muss Klett nicht eingreifen, aber klasse von Freigang, wie sie den Ball an Puntigam vorbeilegt. Im Abschluss dann glücklos. 67. Minute, Freistoß Frankfurt, den übernimmt Prasnica und die hält einfach mal drauf. Wieder
ist Klett. Hellwach reißt die Hand nach oben und klärt den Ball damit zur Ecke. Und das ist nachfolgender Eckball, kurz ausgeführt. Prasnicka hebt den Ball rein für Silke Nüsken. Nächste gefährliche Aktion, aber wieder kein Tor. Und so bleiben die Kölnerinnen hier weiter im Spiel. Und dann wird die offizielle Zuschauerzahl verkündet. 38.365 sind hier. Der bisherige Rekord aus München von 23.300 pulverisiert. Auf dem Rasen wird derweil der Wunsch nach dem Kölner Ausgleich pulverisiert, denn die SGE kommt mit Wamser vorbei an Moraes, gibt ab, Feiersinger verpasst, aber Prasnicka ist auch noch da. 2:0 Frankfurt, 78. Minute, das ist die Vorentscheidung. Prasnicka muss da nur noch ins leere Tor einschieben, Klett in diesem Fall machtlos. Und so gewinnt Frankfurt das Zuschauerrekordspiel, verdient mit 2:0. Wenn ihr keine Fußball-Highlights mehr verpassen wollt, lasst ein Abo da und schaut mal hier, sind aktuelle Videos, klickt da auch gerne mal rein.